Angst. Das ist das Ziel. Euch von innen heraus zu zerstören durch Angst. Machen Sie das öfter morgens um 6 Leute aus dem Bett holen? Kapieren Sie nicht? Ich habe keinen Bock für irgendeinen Fuselvertreter, den Dolmetscher zu spielen. Der redet von Dolmetschen. Ein Ungläubiger? Wie soll ein Gottloser mit uns im Dschihad sein? Was soll denn der Schwachsinn hier? Wo sind wir? Einer, der konvertiert ist, ist nicht mehr gottlos. Kannst du mir folgen? Sie sind bei der DGSE, dem französischen Auslandsnachrichtendienst. Und ab heute beginnt Ihre Ausbildung zum Führungsoffizier. Wenn du unterschreibst, kannst du für die nächsten 5 Jahre nichts mehr planen. Dass Sie heute hier sind, hat nichts zu tun mit Ihren Talenten, sondern mit der Sicherheitsprüfung. Das ist mein Territorium und hier lässt man seine Brüder nicht im Stich. Frankreich ist schuldig und dafür lassen wir es bezahlen. Ich frag nochmal, warum hat Alex dich rekrutiert? Du kannst mir gleich noch eine knallen, weil ich auf keinen Fall antworte. Folgst du mir? Halten dich die Leute für verrückt? Sie sagen, du bist ein Fundamentalist, ein Fanatiker, ein Spinner. Aber sie sehen nie wieder auf dich herab, denn dann gehörst du zur Familie. Ich wollte dir nur sagen, ich bin weg, um was Bedeutendes zu tun. Aktionszone, Mittlerer Osten, Kontaktzone, Ashrafi, Shatila, Hamra. Wenn du mich jetzt sehen könntest, wärst du stolz auf mich. Wer sagt denn was von Bombe? Geht so ein Ding in der U-Bahn hoch, musst du mit 50 bis 200 Toten rechnen. Ich kämpfe erst für eine gute Sache. Ich bin nicht mehr so Mama. Abu Khattab heißt Vater des Zorns. Das ist sein Deckname seit 98. Neutralisiert diesen Albarat. Ich gebe euch 3 Tage. Ich mach das für mich. Ich mach das für niemanden sonst. Wir haben hier alle unsere Gründe. Du rutscht ab und du wirst richtig böse fallen. Was genau wollen Sie, Fusch? Zusätzliche Mittel, etwa 3 Millionen. Operation Glas, bitte. Möglichst klein. Klein und unsichtbar. Schlag mich, Trottel! Du musst imstande sein, alles für deinen Agenten zu tun. Nur eines darfst du niemals tun. Betrachte ihn nie als menschliches Wesen. Ein Agent ist kein menschliches Wesen. Er ist eine Waffe.